Hey, bist du nicht auch einfach nur noch enttäuscht davon, jeden Tag in der Oberstufe dein Bestes zu geben und am Ende wieder nicht die gewünschten Noten rauszubekommen? Ich meine, du kennst das bestimmt. Du lernst viel für die Schule, du bist immer gestresst, du sitzt Tag und Nacht vor dem Schreibtisch und trotzdem schreibst du nicht die Noten, die du dir so sehr wünschst. Du bist nur noch frustriert. Und dieser Druck, der macht dich einfach komplett fertig. Und du versuchst ja weiterhin stark zu bleiben, doch irgendwann bist auch du am Ende deiner Kräfte. Du fängst an zu zweifeln. Du bist enttäuscht von dir selbst. Dir wird alles zu viel. Und du willst aufgeben. Genauso wie ich selbst damals. Vor der Oberstufe war ich eigentlich immer ein ganz normaler Schüler. Doch weil ich wusste, dass der Abiturschnitt über meine gesamte Zukunft entscheiden wird, bin ich hochmotiviert in die Oberstufe gestartet. Ich habe mir fest vorgenommen, ein 1,0 Abitur zu erreichen, um dann meinen großen Traum vom Psychologiestudium wahrzumachen. Doch dann die große Enttäuschung. Nichts lief so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich lernte wahnsinnig viel, ich strengte mich doch an, so sehr ich nur konnte. Ich tat doch wirklich alles, was in meiner Macht stand. Doch die gewünschten Ergebnisse, die blieben aus. Die mündlichen Noten waren deutlich schlechter als gedacht. Meine erste Klausur habe ich sogar mit einer glatten 5 zurückbekommen. In einer weiteren Prüfung war ich sogar kurz vor der 6. Ich war frustriert und komplett am Boden zerstört. Und weil das Ganze einfach nicht besser wurde, war ich kurz davor aufzugeben. Ich wollte alles hinschmeißen und vielleicht sogar die Schule abbrechen. Doch kurz bevor ich diesen Schritt gegangen bin, habe ich diese eine entscheidende Sache realisiert. Gute Noten haben nichts mit Intelligenz zu tun und auch nicht nur damit, wie sehr du dich anstrengst. Es gab eine Sache, die ich komplett übersehen habe. Es war diese eine Sache, die ganze Zeit gefehlt hat und die schlussendlich den entscheidenden Unterschied machen sollte. Die richtige Strategie. Denn die Art und Weise, wie ich bisher versucht habe, sehr gute Noten zu schreiben, konnte auch gar nicht funktionieren. Und als ich genau das realisiert habe, hat sich für mich alles verändert. Ich habe all meine bisherigen Methoden über den Haufen geworfen, jeden meiner Pläne komplett überarbeitet und genau die Strategien herausgefunden, die wirklich funktionieren. Und als ich diese Strategien angewendet habe, wurden meine Ergebnisse auch deutlich besser. Ich hatte sogar deutlich weniger Stress und bekam zum ersten Mal die Noten raus, die ich mir immer vorgestellt habe. Von Halbjahr zu Halbjahr ging es immer weiter bergauf. Und schlussendlich habe ich sogar mit 1,0 die besten Abiturprüfungen meiner gesamten Schule geschrieben. Ich war so stolz auf mich. Ich meine, mir standen alle Türen offen und ich habe sogar die Zulassung zu meinem Wunschstudium erhalten. Ich hatte es mir selbst bewiesen und meine Eltern zu Tränen gerührt. Mein größter Traum ist in Erfüllung gegangen. Und glaube mir eins, genau das ist auch für dich möglich. Und vielleicht fühlt sich das jetzt gerade doch etwas unrealistisch für dich an. Aber ich hätte es mir ja damals auch nicht erträumen können. Stell es dir jetzt einfach mal vor. Du verwendest genau die Strategien, die wirklich funktionieren. Und schreibst dadurch genau die Noten, nach denen du dich schon so lange sehnst. Der Stress in der Schule wird deutlich weniger und im Endeffekt erreichst du sogar deinen gewünschten Abiturschnitt. Dir stehen alle Türen offen. Der jahrelange Druck fällt endlich komplett von dir ab. Und du kannst genau das studieren, was du immer studieren wolltest. Aber hey, du bist immer noch im Hier und Jetzt. Und solange du genau so weitermachst wie bisher, wird sich auch nichts ändern. Ganz egal, wie sehr du dich anstrengst, denn du kannst all das nur erreichen, wenn du deine bisherige Herangehensweise grundlegend veränderst und die Strategie nutzt, die wirklich funktionieren. Und das am besten noch heute, denn ganz ehrlich, ich hätte es keinen weiteren Tag in der Oberstufe ausgehalten, wenn ich gewusst hätte, wie viel leichter das Ganze gehen könnte. Und weil ich damals jemanden hatte, der mir gezeigt hat, worauf es in der Oberstufe und im Abitur wirklich ankommt, möchte ich dir helfen. Wenn du es also auch satt bist, trotz all deiner Anstrengungen nicht die gewünschten Ergebnisse zu bekommen und du endlich stressfrei sehr gute Noten schreiben möchtest, dann habe ich jetzt etwas ganz Besonderes für dich. Ich habe ein Video für dich erstellt, in dem ich dir Schritt für Schritt erkläre, welche Strategien heutzutage in der Oberstufe und im Abitur wirklich funktionieren. Klicke einfach über oder unter mir auf den Link, um dir dieses Video anzusehen. Und dann freue ich mich, wenn auch du bald stressfrei sehr gute Noten schreibst. Also, klicke jetzt einfach auf den Link und bis gleich. Dein Leo.